Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot. Beim letzten Mal die Saiyajins besiegt, das heißt, jetzt haben wir ein bisschen Freizeit. Kleine Nebenmission haben wir jetzt erstmal, das heißt, ein neues Gericht holen für Chichi, damit wir uns noch mehr Essen reinballern können, um stärker zu werden. Aber zuerst gehe ich hier hin. Hier ist nämlich so ein Trainingsbereich, da kann man neue Fähigkeiten lernen. Und dann machen wir das einfach mal. Vernichtender Angriff. Da muss man so gegen Klone kämpfen. Hier Krillin, Piccolo und Son Gohan selbst nochmal. Die machst du alle fertig. Ja, in dem Fall ein bisschen nervig, weil es drei Leute sind, die man besiegen muss. Aber wenn der erste down ist, ist der Rest easy. Jawohl. Ich mache mich selber fertig. So, Nummer 1 weg. Jetzt ist Piccolo dran. Oh, weg, weg, weg. Ach, muss man ein bisschen aufladen. Das war knapp. Zack. Ich mache es fertig, Piccolo. Da konnte ich nicht ausweichen. Da war auch zu schnell dran. Ah. Da war gerade meine Verteidigung durchbrochen. Ja, aber ich mach's fertig, Piccolo. Lustig, Krillin hat gar nichts gemacht bis jetzt. Den mach ich kalt. Ja, Krillin, das ist keine Chance. Oh, destructive disc. Da muss man aufpassen. Masenko aus nächster Nähe, jawohl. In den Sack. Ausgelöscht. Jetzt haben wir nämlich die neue Fähigkeit erlernt, den vernichtenden Angriff. Den kann ich auch direkt auswählen, wenn man auf Charaktere geht. Die Superangriffswahl. Und dann können wir den gleich hier reinmachen, den vernichtenden Angriff. So, ich bin Level 15 und das nächste ist für Level 20, Super Masenko. Ich probiere es einfach mal. 5 Level Unterschied wird wahrscheinlich hart. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Ja, der hat mega viel Leben. Der macht schon das Super Masenko. Das muss erstmal volle Power machen. Ab durch die Felsen. Vernichtender Angriff. Das hat gesessen. Okay, ich habe meine Energie aufgebraucht. Sehr guter Konter. Block. Ah, ich habe schon einiges an Leben verloren. Und die haben noch ordentlich was. Abgewehrt. Hauschlag. Das kann ich auch. Auch wenn meins ein bisschen schwächer ist. Auf die 12. Ein bisschen aufladen. Oh, hat mir Piccolo ordentlich was mitgegeben.
Maseko! Oh, Kaka, ausgewichen. Oh. Oh, ich bin im roten Bereich. Das ist gar nicht gut. Und wenn man einen besiegt hat, dann ist der andere relativ einfach. Deswegen lade ich hier nochmal voll auf. Jawohl, sehr gut gekontert. Oh, sind gut weg. Es bleibt nur Piccolo. Piccolo ist aber auch ein harter Gegner. Den darf man nicht unterschätzen. Oh, ich glaube, ich werde mich mal healen. Damit ich hier möglichst gut den neuen Angriff freischalten kann. Oh, das hat gesessen. Meinen ganzen Block durch und noch ordentlich Schaden rausgedrückt. Im Vergleich zu mir hat er auch übelst viel Leben. Der hat mir ordentlich gegeben. Mal ein bisschen healen. Den kann ich aber noch schaffen. Jawohl! Aufschlag! Hat abgewehrt. Feldspirale ausgewichen. Jawohl, gleich mit dem verdichteten Angriff wieder benutzen. Weg, weg, weg! Okay, 5 Level über mir ist dann doch etwas härterer Kampf. Jawohl, Höllenspirale abgewehrt dadurch. Ich lade nochmal voll auf. Zum dritten Mal. Und nicht ein Angriff. Ich fertig, Piccolo. Das war schon nicht ohne. Aber ich hab's geschafft. Ja, mit nicht mehr vielen Leben. Ich guck mal, ob ich das extra auswählen muss. Ja, muss ich. Aber dann machen wir das normale Masenko für das Super Masenko, logischerweise. Und hier tauschen wir das auch aus. Und jetzt gehe ich mit Mini-Leben zur Nebenmission. Gehen wir hier erstmal das neue Gericht abholen. Fleischgangsrezept erhalten. Festmahl für Fleischliebhaber. Ganzer Knochenbraten, brennender Tofu. Krass. Jetzt hat sie mir auch noch Zutaten gegeben, wo ich das Gericht gleich zubereiten kann. Das heißt, auf nach Hause. Damit wir das gleich kochen können. Und dann werde ich auch wieder ein bisschen geheilt. Ab nach Hause. Essen ist fertig. Rezept habe ich fertig. So, jetzt können wir ein komplettes Menü kochen. Und zwar diesen Fleischgang.
15% auf Erfahrung, Leben und Energie. Brauchen wir drei kleine Gerichte dafür, bis wir dieses Menü machen können. Holy shit. Das ist aber ordentlich. Für das kleine Kind? Das haut ja einfach weg. Krass. 1700 Leben plus 2 Ki plus 11 auf Nahkampfangriff. Und das ist der Essenseffekt. Krass. Also das macht schon sehr viel aus, wenn man hier diese großen Gerichte kocht. Verrückt. Da hat man unheimlich viel mehr Leben und Energie. Na, dann gehen wir mal zum guten Roshi. Meister Kaio. Böses in der Nähe. Böse Energie. Durch das gute Essen bin ich natürlich schon wieder voll geheilt. Elite-Pflanzenmänner! Kacke! Aber das ist ja Story, die können gar nicht so stark sein, oder? Oder doch? Ja, Level 18. Aber ich habe ja jetzt meinen Super Masenko. Und ich greife alle drei gleichzeitig an. Das gefällt mir gar nicht, aber zum Glück bin ich durch das Essen ja wieder voll geheilt. Gebt ganz schön Gas. Jawohl, beide gleichzeitig verkloppen. Hm. Ausgelöscht. Kackviecher. Was will den Pila von Miho? Gib mir Fisch. Dafür, dass ich ihn von Robotern befreie. Das mache ich. Training ist gut. Wow. Überall diese Red Ribbon Roboter. Die mache ich kalt. Hey, nicht so schnell. Auf die 12. Super Masenko! Ja, ich habe schon das Gefühl, also mehr Leben zu haben und mehr Angriff durch das gute Essen. Abgeschlossen. Sehr schön. Ohne dreifach Community Marke sind hier dieses Werkzeugteil. Na dann, Herr der Schildkröten, was kann ich denn für dich tun? Westliche Hauptstadt, okay. Erstmal nehme ich das hier mit. Die Kampfanzüge. Die neuen Kampfanzüge, die einfach nur so eine Unterwäsche-Sachen waren. Was ist hier los? Lunch. In böse. Hä? Hä? Die hat die Roboter rausgedrückt. Also das geht dann mit rechten Ding zu. Noch ein bisschen Energie aufladen. Und
dann machen wir die halt auch noch kalt. Mega Power! Das konnte man nicht blocken. Das aber. Und nicht ein Angriff! Abwehr? Frechheit! Fertig. Aber mal die solche Roboter dabei. Das gibt's doch gar nicht. Auftrag ausgeführt. Jetzt ist sie wieder blau. Da ist er. Community Marke mit Kochen. Das ist nicht schlecht. Die haben ein schönes Foto erhalten von Pool. Ja, das brauche ich unbedingt. Okay. Ahnungsvolle Furcht. Mysteriöser Chip. Ach, das war, glaube ich, der Scouter von Raditz. Ich glaube, das war der Scouter. Mysteriöser Kraftwerk, der vom Scouter empfangen wurde, sollen wir uns mal anschauen. Kein Problem. Da gehe ich doch gerne mal mit Krillin gucken. Pflanzenmänner. Diesmal habe ich Krillin dabei. Krillin macht ein bisschen mit. Jawohl! Sonnenattacke! Also mit Unterstützung sind ja gar kein Problem. Madenko! Ausgelöscht. Hochwertige Möhre. Okay. Moment, da gab es eine hochwertige Möhre von den Pflanzenmännern? Okay. Ja, dazu sage ich mal lieber nichts. Ja, der Kranische und hau bei bei. Ja, den kennen wir. Also Tau bei bei. Da war ja früher der Bösewicht schlechthin in Dragon Ball Classic. Also. Das muss ich schon sagen, der war ja nicht nur brutal, sondern auch unglaublich stark. Noch mehr Pflanzenmänner? Krillin, du weißt, was zu tun ist. Jawoll! Was da weg? Aber wenn man noch jemanden in der Gruppe hat, ist das gar nicht schlecht. Gerade wenn die in der Überzahl sind, ist es immer nervig, dann einen Gegner zu besiegen. Aber mit Krillin ist das ja gar kein Problem. So, Tau Bei Bei mal kurz gezeigt, dass er nutzlos ist und sich verziehen soll. Oh, noch kleine Nebenmission hier. Hello? Hey,
Opa. Jetzt gibt's noch mal lecker Curry. Also der kleine Teller war bestimmt nicht für so einen Gohan. Zwei Nebenmissionen sogar. Krillin guckt Pornohefte an. Erwischt. Ich hab dich erwischt, Krillin. Ja, der hat auch ganz wilde Fantasien. Wilde Fantasie von Nappa? Ja, den muss ich erstmal besiegen. Hier, die Fantasie verdrängen. Ah, Kacke, das ist ausgewichen. Gibt's auf den Glatzkopf. Holy shit. Auf die Fresse! Scheiß Nappa! Ah, hör auf ihn auszuweichen! Warum habe ich Krillin jetzt nicht dabei? Hey. Das sind doch seine wilden Fantasien! Nö, vergiss es. Super Masenko. Vielleicht kann er nicht mehr blocken. Da gibt's auf die Fresse. Nö, du kackst ab, Nappa. Hat er verdient. Wilde Fantasien von Krillin? Okay. Krillin ist gar nicht schlecht. Ah, das habe ich geblockt. Masenko! Ja, Krillin ist halt auch mal kein schlechter Kämpfer. Hat genauso viel Kampferfahrung wie Son Goku. Das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem war da keine Chance. Ich habe ja noch die Essensenergie von vorhin. Ja, da sind die wilden Fantasien, da sind sie. Ja, damit. Okay, das war eine etwas andere Mission. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein mit Kakarot. Eine genehme Mission gemacht. Die nächsten mache ich beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie ich Krillin verprügele. Wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.